Mein Name ist Christine Streuli. Ich stehe hier vor meiner Arbeit in der Berlinischen Galerie. Die hat den Titel War Painting 08. Ich habe mich 2017 stark mit dem Thema der Camouflage auseinandergesetzt. Mich hat dieses Zitat interessiert von Gertrude Stein, die übermittelt hat, dass sie scheinbar Picasso schreien gehört hat, dass er einen Panzer gesehen hat, der mit einem Camouflagetuch überdeckt war, soll er scheinbar geschrien haben, «Se nugia vo fessa», was auf Deutsch heißt, das sind wir, die das gemacht haben. Und mit der beschreibt oder umschreibt, dass er oder sie als Kubisten die Abstraktion oder das Camouflagemuster erfunden haben sollen. Und dieses Zitat hat mich sehr interessiert in Anbetracht eben der Auseinandersetzung mit Malerei und auch mit abstrakter Malerei vor allem. Camouflage bedeutet für mich in dem Sinne hier Themen wie Kaschierung, Überdeckung, vielleicht auch der Begriff des Fake, etwas zu verändern, etwas vielleicht auch zu vereinfachen, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist. Also eigentlich hat es mit Chaos und Ordnung zu tun. Techniken sind ja in meiner Arbeit ganz was Wichtiges. Es ist ja in meiner Malerei eine große Frage, eben wie übertrage ich Farbe auf eine Leinwand. Und jetzt explizit bei der Arbeit wurde viel, also das Camouflagemuster ist viel getaped. Also da gibt es diese Hard-Edge-Methoden, wo ich mit Tape oder Folie Muster ausschneide und sozusagen die Flächen, also die Negative ausfülle mit dieser Acrylfarbe. Und die andere Technik, also diese frei fließenden Formen, die sind gesprayt mit einer Sprühpistole. Aber natürlich auch maskiert, so dass es immer noch eine Art wolkenartige Formation gibt. Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren mit der Frage, was Malerei sein kann und was Malerei ist. Und versuche, Fragen zu stellen, malend. Und ich würde sagen, dass es um diese Dialektik geht zwischen einer sehr analytischen, konzeptuellen Malerei oder Herangehensweise, die aber immer wieder eben auch im Gegenüber steht zu einer sehr intuitiven, planlosen Malerei. Also das ist so ein Hin- und Herpendeln, was mich sehr interessiert und es eigentlich auch immer spannend geblieben ist die ganzen Jahre.